Apropos Trailer. Star Road 2 ist ja auch gerade gemacht. Wird ja gerade gemacht, ne? Das ist bestimmt auch episch. Bin ich mal gespannt. Platform Ride to the Cage. Okay. Ich denke mal, es ist die gemeint. Chu-chu. Lame. Da passiert ja gar nichts. Speed. Alter! Wo kommt die Hure denn her? Von wegen lame. Aber was haben wir denn hier drin? Gut zu wissen. Das müssen wir uns merken. Machen wir alles ein bisschen schneller. So, jetzt müssen wir uns aber konzentrieren. Oh, und da ist Bob Omb, der die Kanone freischaltet bestimmt, ne? Ja, genau. Der macht die Kanone für mich bereit. Lass die Plattform jetzt nicht weiterfahren. Ich warne dich, Spiel. Wo ist denn die Plattform jetzt hin? Oh, Mann. Boah, habt ihr den Jump gesehen? Killer Jump. Killer Jump. Wir gehen zur Kanone und sammeln den anderen Stern. Ich glaube, ich weiß, wie man da dran kommt. So. Irgendwie habe ich hier gerade einen richtigen Luftzug durch, aber ich weiß nicht woher. Und wir haben Lags mal wieder. Typisch. Ja, es sind nur ein paar Sekunden immer, ne? Und dann meint der PC ist wieder gut. Das ist das, was ich darauf deuten kann. So, wo ist da? Landen wir drauf? Boah, wir landen schon fast... Alter, wir landen schon fast da... auf der anderen Seite. Aber wir rutschen auch sehr schnell runter. Das ist natürlich ungewollt. Da oben ist auch ein Stern. Also ich kann zwei Sterne noch... Noch zwei Sterne kann ich deuten. Und das ist einer davon. Und der war auch nicht mehr schwer am Ende. Star number 191. The frozen cloud. I sing my song. So. Right to the cage. Mal gucken, ob wir zu dieser Aufnahmesession noch die 100, 100, oh, wie heißt es jetzt, ja, die 100 Highlight-Sterne. So, wo kommt der Spasten her? Komm, aller Spasten. Ah, von da unten bestimmt, ne? Kommst du hier hin? Kommst du hier hin? Oh, da! Nicht da unten, hier oben. Hahaha! Speedrun! Ja, keine Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt, aber wir machen trotzdem schnell. So, jetzt machen wir aber wieder langsam, weil ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Obwohl das ja auch nicht schwer ist, ne? Das ist eigentlich so zu schaffen. So. Wo sind wir jetzt? Da ist ein Stern. Und hier ist ein Stern. Das war's wohl, glaube ich, schon. Das war das Cage, ne? Ja, Plattform Right to the Cage. Und ich kann mir schon denken, wo der andere Stern ist. Fluffy Car. Ja, ich hab's gewusst. So, wir warten wieder auf Biene Maya, die hier irgendwo angeschleppt kommt. Ich weiß aber nicht von wo genau. Wo kommt sie? Komm her. Ich warte auf dich. Ja! Bombenangriff, was soll die Scheiße denn? Du Drecksfliege da.
bist eine Fliege, wer bist du nicht? So. Oh, da ist Abgrund. Und da fallen auch die Gummas schon runter. Wieso will er eigentlich immer kriechen? Moll, Laura, leck mich. Ich will deine scheiß Screenshots nicht sehen. Ach so, ja klar. Was war das denn für eine Aktion? Ich drehe hier noch am Rad. Das sind Löcher, die sieht man auch gar nicht, ne? Und warum kriegt Mario da kein Tempo hin? Das ist meine Frage. Und warum kann die Kamera nicht einmal spielen, wie ich es will? So, wir machen es einfach. Von der Treppe aus. Fliegekappe. Wer kam eigentlich auf die Idee mit diesen Blöcken hier? Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Nein, Headset! Headset verarscht mich nicht! Und Emulator verarscht mich auch nicht. Komm, mach wieder normal. Danke. Nur wegen der Dateiübertragung. Weil es ja so wichtig ist, ein Bild anzunehmen, was sie aus ihrem Handy gemacht hat. Oh. Ich das hasse, wenn die Leute manchmal denken, nö, mich interessieren ihre Sorgen. Und ich habe selber Sorgen. Mal daran gedacht. Und euch interessiert auch nicht, was mich angeht. Meinen einzigen ich hätte fast gesagt, den einzigen Spaten, den ich vertraue. Nein, den einzigen guten Leuten, den ich hier vertraue, sind eh nur Roman und Marc. Aber Marc ist ja auch seit Ewigkeit nicht mehr online, weil er hat eine Freundin und ja, wir freuen uns alle mit ihm. Und Roman, unser Choco, bleibt uns treu. Auch wenn manchmal seine Gespräche mir Angst machen. Nee, ernsthaft. Jeder, der so denkt, ist nicht krank, der ist Choco. Und jeder, der so... Ich weiß nicht, ich freue mich schon mal, wenn man es auf der Aufnahme sehen wird, ob da so nix beim Safe-State so riesen fett... Oh, lag. Hallo? Jetzt übertreibst du aber langsam, PC. Ich bleib bei zwei Plattformen, okay. Mach mir halt langsam. Ich krieg doch nicht mal das hin. Also langsam... Blamier ich mich hier. Er möchte mich aber nicht blamieren. Ist da unten ein Teleporter eigentlich? Da müsste ja eigentlich ein Teleporter sein. Wenn man jetzt mal so überlegt. Ich will da runter. Komm, runterfallen habe ich doch gerade immer so gut geschafft. Haha. Ist sehr witzig. So. Schritt 1 auf den großen Frum kommen. Komm her. Problem ist, ich sehe den hier nicht. So, auf einen sind wir schon mal. Das ist aber der tiefer gelegene, ne?
So, da oben ist die Stange. Da wollen wir dran. Und natürlich, es ist wie immer in dem Hex so, dass Mario sich da nicht dranhängt. Nein, hier gibt es keinen Runterfallen mehr. Nein! Hör auf, mich zu verarschen. Danke. Niemand mag Arschgeigen, Mario. Muss er sich mal langsam merken. Was? Wie soll man das denn schaffen? Schafft man das überhaupt so? Oh, das schafft man sogar sehr knapp. Hey! Sexy Tresor! Aber die Idee finde ich gut. Die Idee finde ich sogar sehr gut. Damit haben wir schon das nächste Level abgeschlossen. Glaube ich auf jeden Fall. Oder fehlt da noch eine Aufgabe? Nö, das war's. Fehlen noch nicht mehr sehr viele Sterne. Ich weiß auf jeden Fall, uns fehlt noch hier ein Level und das ist das hier. Und das Level mag ich kein bisschen. Warum sieht man wohl? Oh, hört man auch vielleicht in der Musik. Das ist so ein bisschen so horrormäßig. Und ich weiß auch nicht, wo hier diese Sterne versteckt sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier rote Münzen zu sammeln gibt. Und dass es hier ein Lava-Level ist. Und deswegen sammeln wir als allererstes wieder mal die 100 Münzen. Wow, warum geht die Plattform rein? Nein. Okay. Sehr nett, Leute. Das ist nicht nett. Und vor allem, wie das... Schnell diese Plattform untergehen. Okay, sie gehen nicht weit unter, aber sie gehen unter. Und zwar in einem Tempo, das mir nicht gefällt. So, komm. Nein! Alter, das Level gefällt mir kein bisschen. Was haben wir denn hier? Ein Schloss? Oh mein Gott. Ein kaputtes Schloss. Und das ist alles hier kaputt. Da oben ist eine rote Münze, okay. Dann haben wir schon drei. Problem wird sein, aber die 100 Münzen zu sammeln. Aber das Bowser-Bild gefällt mir. Ich wette mit euch, das ist irgendwas. Da ist irgendwas mit. Ist damit irgendwas? Nö, damit ist gar nichts, okay. Ich habe nie was gewettet. Ihr habt die Wette nie gehört. Ich schneid's raus. Ist mir ja voll überlassen, was ich mache, ne? Mal so überlegen, ich kann einfach die Wette rausschneiden, ne? Dann spare ich Geld, ihr spart. Ja, okay, ihr spart kein Geld, ihr verliert Geld. Ich weiß auch nicht, ob das das richtige Level für die Spinnen ist. Ich weiß nur. Oh, wie geil ist das denn? Und da war eine rote Münze drin. Aber die Idee ist einfach Hammer. Mein Respekt für die Clownskugel da. Damit haben sie den Klassiker aufgerufen. Ich wollte gerade sagen, da ist doch kein Abgrund jetzt, oder? Das ist der rote Teppich. Der schöne rote Teppich. Wie können sie nur? Lieber keine Münzen mehr verlieren. Weil ich weiß nicht, wie viele Münzen wir hier noch haben und ja. Wissen auf jeden Fall, wo eine Münze ist, ne?
einen Stern. Und das ist hier der rote. Da drüben haben wir... Oh, dort, wie das war. Oh, das ist böse gewesen. Das hätte ich fast übersehen. Sag Mario, gehen auch einzeln die Treppen hoch. So kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Aber ich weiß ja, wie wir hochkommen. Wir sind an der Clownskugel vorbei, die mir so gefällt. Habe ich auch kein Problem mit. Da hinten ist auch schon wieder eine rote. Aber wir wissen, wo 6 rote Münzen sind. Das ist ein großer Vorteil. Ma, wieso hängst du dich eigentlich da oben dran? Und warum gehst du da... egal. So. Nächste Frage, warum hängt er sich hier oben dran immer? Da ist doch gar nichts. Schade, dass da nichts ist. Ich hätte es mir gegönnt. Da lautet auch noch eine Münze. Gib mir die Coin. Gib mir die Coin. Dankeschön. Wenn die Münze sich ehrt, ist des Sternes nicht wert. So heißt es jetzt leider hier. Und deswegen ehren wir wirklich jede Münze, die wir jetzt kriegen. Komm her, Gumba. Deine Münze ist mein. Lass hier 10 Münzen drin sein, bitte. Ja, 3 geht auch. Ah, die Kalle kommt mir irgendwo her bekannt vor. Das war schon die 6. Okay. 6 Münzen haben wir schon. Wir haben gerade mal... Ach du Scheiße, wir haben noch nicht mal die Hälfte der... Ah doch, haben wir schon lange. Okay. So, komm. Stirb! Stirb! Doch nicht so! Hallo? Wieso leide ich eigentlich darunter? Kappa in die Lava! So, komm her! Kommt die Münze überhaupt so weit? Herr Schmoor in der Hölle, wie scheiß Münze! Was soll das hier oben eigentlich alles? Kommen wir doch nicht so rüber, oder? Ah doch, kommt man. Aber wie gesagt, zum Gefühl, zerstört die Kiste hier. Und das Gefühl war mir richtig gelegen. Wir brauchen noch 32 Münzen. Eine rote, also wir brauchen noch 30 Coins. Die Frage aller Fragen ist, wo sollen wir die herkriegen? Ich bin Laura, ich schreibe dich an. Leck mich, Laura. Ich weiß, ich habe vergessen, mich auf offline zu stellen. Macht nichts. Wenn ich nicht antworte, antworte ich nicht und ende. Das sollten sie echt mal. Das sollten sie vielleicht bei Escape einfügen. Wenn man die Nachricht sieht, dann sieht man sie und wenn nicht, dann sieht man sie nicht. Ich glaube, das ist bei Facebook schon so, ne? Wenn du siehst, dann kannst du das sehen, dass du gesehen hast, aber wenn nicht gesehen, dann. Ja. Hast du seitlich gesehen? Frage aller Fragen, wo bin ich denn jetzt? Oh, geh mir nicht auf die Eier! Danke. Frage, wo ist jetzt bitte schön
die letzte rote Münze. Ich denke mal, da wird keine rote Münze sein. Da wird eher so sein, dass da irgendwie ein Stern ist. Sehr witzig. Da ist die rote Münze. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Stern. Oha. Das gefällt mir ja gar nicht. So, das erste, was wir eh jetzt machen, ist den Stern nicht sammeln, sondern 11 Münzen noch finden. Ich denke mal, da wird eine Shell drin sein, dass wir hier in der Lava schwimmen können. So wie ich das Spiel langsam einschätzen kann, kann ich das gut einschätzen, weil ich denke mal, da hinten haben sie irgendwas versteckt, dahinter den Felsrüst da. Frage aller Fragen ist natürlich jetzt, wo sind noch 11 Münzen? Ich will jetzt sicherlich nicht ohne diese letzten 11 Münzen gehen. Sehr schön gemacht, Kugel. Nein, kein Gnadenstoß. Einfach kein Gnadenstoß. Noch bin ich nicht so weit. Ich habe gesagt, noch bin ich nicht so weit. Und mein Gesetz ist hier, das Spiel ist gegen mein Gesetz. Das kann nicht sein. Hallo? Was? Hä? Wie stellen Sie sich denn den Sprung vor? Ach so. So, drüben sind wir. Da war ein scheiß Schallkäfer, ne? Ja, da war so ein scheiß Schallkäfer. Den müssen wir irgendwie besiegen. Nein! Danke. Und noch haben wir es nicht geschafft, ne? Ach so, das führt hier alles nur im Kreis. Ah, wir haben... Scheiße. So. Ich stellt euch mal vor, wir werden in die Lava gefallen. Was dann wohl passiert wäre? Oh, das ist echt knapp hier, ne? Ich mag es gar nicht, wenn es so knapp ist. Ja, wir können uns jetzt den Stern da oben holen. Da ist Bowser! Und... Whee! Ist leider kein Level. Aber es ist eine Attacke von ihm aus der dritten Reihe der Bros-Teile. Das ist eigentlich die einzige Attacke, die, glaube ich, kann... Ne, er spuckt noch Feuer. Aber mehr hat Bros-Bowser auch nicht zu bieten. Also Bros, ne? Mario Bros-Bowser.